So, herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Der DAX eröffnete heute mit einem größeren Gap Down, um, wie man jetzt hier sieht, um ein Gap vom 9. Mai zu schließen. Dabei entstand eben heute ein neues Gap und jetzt versucht er höchstwahrscheinlich eben dieses zu schließen, um auf 9.980 Punkte dann anzusteigen. Hier in dem Stundenchart sieht man auch sehr gut, wie er gestern noch hier an der Aufwärtstrendlinie Halt gemacht hat und versucht hat, die zu halten. Und dieses gelang dem Index eben dann zunächst schon, aber fiel dann eben heute mit einem Gap Down nach unten. Dann müssen wir eben kurz die US-Märkte anschauen. Die haben eben gestern hier der S&P 500 fast komplett die vorige Kerze negiert, die bullische, genauso wie jetzt hier der Dow Jones Index, der hat sogar das Tief vom Vortag unterboten. Was noch sehr gut läuft im Moment ist eben Gold, da wurde ja hier das Kauflimit fast exakt getroffen an dem Tag. Habe ich ja gesagt, er wird vielleicht eben nochmal das Tief da erreichen. Hat er ja auch dann, beziehungsweise unterschritten, dann ist eben das Kauflimit ausgeführt worden. Und nun muss man eben schauen, ob das jetzt hier schon die erste Impulswelle war und vielleicht ist dann eben mit Rücksetzer, der natürlich jetzt nicht mehr unter dieses Tief fallen soll, dann eben nach oben auffächert. DAX-Tageschart, ja, hat man hier gestern die Tageskerze eben noch gesehen, dass sich hier der Aufwärtstrend noch hielt und war noch auch im Rainbow, doch dann eben heute fiel er ja unten durch zu den anderen Forex-Setups noch. Hier war eben das Pfund gegenüber kanadischen Dollar, war hier eben so angedacht, dass hier ein Rücklauf geben soll, da eben ein Einstieg. Der erfolgte schon gestern. Hier kommt dann nochmal zurück zum EMA 200. Und ja, sollte sich spätestens jetzt hier unten bei 1,85 halt fangen, um dann wieder nach oben zu drehen. Ja, der Stopp ist jetzt hier bei 1,843 gesetzt. Euro-US-Dollar. Hier sind wir jetzt im Stundenchart unterwegs. Zuerst gab es ja hier nur ein Touchieren. Dann ist man hier eingestoppt bei 1,1430. Ging dann hoch nur bis, ja, bis knapp 1,1450. Um jetzt hier einen Rückfall oder einen Rückgang hier zu nehmen, der allerdings, ja, was jetzt hier eben auch wichtig ist, im Idealfall ist jetzt hier am EMA 200, EMA 38 im Stundenchart Boden bzw. die Korrektur zu Ende und dann sollte es hier definitiv ein neues Hoch geben. Sollte es jetzt hier so folgen, wie gewünscht dann oder wie jetzt hier halt besprochen, das Tief wird hier oder sollte hier erfolgen, beim neuen Hoch definitiv den Stopp hier nach oben versetzen und eventuell auch schon ja, Teilgewinne, ja, kann man aber eher jetzt weiter hier oben, wo das Kursziel eben war, nehmen, aber einfach den Stopp schon, das Risiko dann begrenzen, dann auf rund 25 Pips oder 20 Pips dann begrenzen. Das wäre sicherlich so eine logische Folge hier.
gab es das, was die Position, die hier eingenommen wurde, wurde hier verkauft, aber gleichzeitig an dem Tag, also nicht wo die andere verkauft worden ist, sondern der Verkauf erfolgte ja dann am späten Abend, um 23 Uhr, gab es hier eine Downer-Kerze hier. Hier um 23 Uhr, am 10.05. noch. Davor lag der Kurs über der Kauftriggermarke noch und dann gab es jetzt hier einen Abverkauf und hier muss jetzt eben der Stopp halten, beziehungsweise eben auch die Rainbow-Unterkante, um dann nochmal nach oben eine Bewegung zu tätigen. Bei den DAX-Aktien, Siemens hat das Ziel erreicht, deswegen die werde ich jetzt hier löschen. Für mich ist das jetzt hier erledigt, genau die Vonovia eben auch. Prallte heute jetzt wieder an dem horizontalen Widerstand ab. Die Deutsche Post hat eben gute Zahlen präsentiert, kommt aber eben auch nicht über, bislang nicht über das eingezeichnete Kursziel hinweg. Bei der BMW gab es hier, wie gedacht, eben den Abprall. Hier könnte man jetzt nochmal versuchen, nochmal eine Long-Position, oder wer jetzt hier eingegangen ist, ja, den Stopp auf dieses Tief setzen, warten, ob dann eben eine zweite Aufwärtsbewegung kommt. Genauso wie SAP, erste Move war zu Ende, wie eingezeichnet, und sieht gut aus, die beiden. Deutsche Telekom kam hier nicht über die ehemalige Kaufbeiträgermarke hinweg. Das war ja der Widerstand, der war ja auch schon ewig eingezeichnet. Sieht man exakt dann hier abgeprallt. Das ist jetzt hier noch der DAX E.ON. Ist leider hier nach unten durchgebrochen. Dagegen hier die Daimler konnte exakt noch hier den flachen Aufwärtstrend halten. Das war's. Ich werde mal schauen, was sich noch ergibt. Aber jetzt müssen wir erstmal die Forex-Setups beziehungsweise auch das DAX-Setup noch ins Plus bringen. Danke und bis später.